Was ist da, was ist da, was ist da? Wieso habe ich hier Schneeflocken? Jungs, Alter, Valve klaut mir meine Idee mit den Schneeflocken. Was soll das? Ja gut, dann werde ich hier einfach keine mehr einfügen, wenn hier schon Flockis sind. Was sind das für Pisse? Yo Leute und herzlich willkommen zu Türchen Nummer 19 des CSGO Adventskalenders 2018. Und ja, anscheinend hat Valve jetzt ein paar Schneeflocken hinzugepatcht, weil keine Ahnung warum. Aber gut, dann brauche ich mir keine mehr einfügen. Spare ich mir vielleicht ein bisschen Arbeit. Gut, ja, heute gehen wir auch drei Preise raus an euch. Und das wären mal so. Preis Nummer 1 wäre mal ein Hanju-Key. Dann der zweite Preis wäre eine Farmer's Roll Cage, wenn ich sie jetzt, achso, die sind ja da hier, ja, haben wir noch zwei Stück, Farmer's Roll Cage in Field-Tested ist dann der zweite Preis. Und als letzten Preis haben wir dann noch eine M4S Cyrex in Field-Tested mit vier nice Stickern drauf. Die Gewinner von gestern setzen heute natürlich wieder aus, die Gewinner von heute werden dafür dann morgen aussetzen. Warum? Das ist ganz einfach, jeder Gewinner wird einmal einen Tag aussetzen, damit die anderen Leute auch eine Chance haben zu gewinnen. So, und der erste Preis war ja dann der Handschuh-Key und der geht heute raus an den Jesus Lohn CSGO. Jesus in CSGO. Ja, ich dachte zuerst, das wäre ein L, lol. Alter, ich hab's momentan echt nicht mehr mit dem Lesen. Schade, wieder nichts. Aber Jesus, Glückwunsch mal an dich, Alter, du hast jetzt mal den Key gewonnen. So, der zweite Preis war ja dann die Farmer's Roll Cage in Field Tested und die geht heute raus an den Marius Underline JX. Wie kontaktierst du den Gewinner? Das sage ich euch gleich. Glückwunsch mal an dich, Marius. Und zu guter Letzt geht dann noch die M41S Sarex in Field-Tested raus mit den vier Stickern. Und der Gewinner ist nicht du. Geiler Name. Ich gewinne nichts, weil ich deinen 24. gewinnen werde. Jo, also du hast jetzt zwar gerade leider gewonnen. Also leider, du hast jetzt eine Cyrex gewonnen. Aber ob du dann am 24. auch noch gewinnen wirst, das werden wir dann mal sehen, weil es haben wir schon mittlerweile mehrere geschrieben. Ja, ich gönne mir dann für am 24. das Knife, aber es kann dir nur einen geben, der sich das Knife gönnen wird. Die Gewinner werde ich dann auch wie immer unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren. Dort antwortet ihr mir dann einfach nur mit eurer Trade-URL und ihr bekommt dann euren Preis in den nächsten 24 Stunden zugeopfert. Und schreibt halt dann noch irgendwas dazu in das Kommentar, so dass ihr halt nicht nur den Trade, also nicht nur die Trade-URL alleine kommentiert, weil sonst kann passieren, dass das Kommentar dann in den Spam-Ordner rutscht und dann kann sich das ein bisschen verzögern, bis dass ihr dann euren Preis bekommt. Und weil ich ja vorhin angesprochen habe, dass am 24. der Knife rausgeht, und zwar ist es ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer relativ guten Float, man sieht so gut wie gar keine Scratches. Vielleicht hier mal auf der Blade, also auf der Schneide, minimal ein paar kleine Kratzer, aber für MW ist das Ding richtig sexy. Das wird dann am 24. Dezember rausgehen als Hauptpreis und den Gewinner von dem Knife werde ich, Jungs, jetzt aufpassen, von dem Video Nummer 18 ziehen, Episode Nummer 18. Also das gestrige Video ist bis jetzt das Video, wo die meisten Teilnehmer sind. Und von dort werde ich den Gewinner von dem Knife ziehen am 24. dann. Also Jungs, wenn ihr gestern, beziehungsweise jetzt am 18. Dezember, also mit dem 18. Türchen, unter dem Video noch nicht geliked habt, beziehungsweise wenn ihr unter dem Video noch nicht kommentiert habt und das Video selber noch nicht geliked habt, dann wird es Zeit, dass ihr das macht, weil nicht, dass ihr dann bei der Ziehung nicht mit dabei seid von dem Knife, das will ja keiner. Und an all die, die heute zum ersten Mal einschalten zu meinem CSGO Adventskalender und sich fragen, jo, wie kann man hier teilnehmen, was gibt es noch zu gewinnen? Es ist ganz einfach, um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr einfach nur ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Es reicht ein Kommentar, wenn ihr mehrere Kommentare schreibt, habt ihr dieselbe Chance wie mit nur einem Kommentar, weil ich das immer wieder gefragt werde. Was geht noch raus? Also von der Farmer's Roll Cage hier unten bis zum Bowie Knife, da oben geht noch alles raus. Außer jetzt eine Roll Cage, eine
Cyrex und ein Handschuh-Key, weil die habe ich ja jetzt heute für Giveawayed. Die gehen ja dann nachher noch raus. Und wie gesagt, der Gewinner von dem Bowie Knife wird voraussichtlich von dem Video bzw. Türchen Nummer 18 gezogen aus den Kommentaren. Ich werde euch das Video in der Infobox verlinken, beziehungsweise vielleicht taucht hier oben rechts dann auch noch eine Infocard auf, wo ich das Video verlinkt habe. Dann war es dann auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich wünsche euch für morgen nur noch viel Glück und dann sage ich auch noch ciao und bis morgen, euer Alex.